ist Sonntag, wir haben Hunger und jetzt gibt es was richtig Leckeres zu essen. Ich mache Teriyaki-Hähnchen, so ein bisschen asiatisch angehaucht, auch wegen dem Szechuan-Pfeffer, der da reinkommt. Den habe ich vorab schon in der Pfanne leicht angeröstet und in der Gewürzmühle gemahlen. Das kann man natürlich auch wunderbar im Mörser machen. Ich weiß ja, dass viele von euch sich auch diesen Pfeffer geholt haben. Deswegen ist es ja schön, da auch mal wieder ein Gericht mit zu zeigen. Ihr könnt aber auch ganz normalen Pfeffer nehmen, wenn ihr diesen nicht habt oder nicht mögt. Und die Marinade für meine Hähnchenbrüstchen ist total einfach gemacht. Ich nehme mir zwei Hähnchenbrüstchen, weil wir sind jetzt zu zweit und dann reicht das auch vollkommen aus. Die gebe ich mir einfach in eine Schüssel und dazu kommen so 100 Milliliter Teriyaki-Soße. Bisschen Soße darf da schon rein. Stelle ich das mal eben zur Seite. Dazu nehme ich 1,5 Knoblauch. Die drücke ich mir einfach mit dem Messer runter und gebe die dazu. Muss man ein bisschen Kraft mitbringen. Einfach mit da reingeben. So entfaltet sich der Geschmack richtig gut. Eine unbehandelte Zitrone, die könnt ihr einfach in Scheiben schneiden oder in Spalten schneiden, wie auch immer ihr möchtet. Die kommt auch mit da rein. Dann ein bisschen Salz. Gebt nicht so viel Salz dazu, weil die Teriyaki-Soße auch schon etwas salzig ist. Also nicht ganz so viel, aber Geschmack darf da schon dran. Und dann natürlich Pfeffer. Und davon nehme ich so, ja, so viel Pfeffer kann da schon rein. Der hat ja einen ganz besonderen, leckeren Geschmack. Das Ganze immer mal wieder umrühren und mindestens eine halbe Stunde an der Seite stehen lassen, schön durchmarinieren und dann wird das richtig lecker. Dazu gibt es natürlich bei uns Reis und Gemüse von der Woche. Das ist so einiges, was bei uns in der Woche so übergeblieben ist. Und da mache ich eine richtig schöne Gemüsepfanne im Wok draus und ich koche natürlich Reis. Und in der Zeit, wo das hier mariniert, werde ich mich jetzt erstmal um das Gemüse kümmern und hier mal ein bisschen klein schnibbeln. Die halbe Stunde Marinierzeit ist jetzt vorbei. Und ich habe schon meinen Reis aufgesetzt, so passt das zeitlich wunderbar. Jetzt nehmt ihr die Hähnchenbrüstchen einfach aus der Marinade raus, lasst die ein bisschen abtropfen und legt die dann auf Küchenpapier. Und die Marinade, die hier drin ist, die dürft ihr nicht wegtun, die brauche ich gleich noch. Und dann mache ich natürlich die Pfanne an. Jetzt werden die Hähnchenbrüstchen, also ist ja schon an, ich mache noch ein bisschen Öl da rein, von beiden Seiten auf hoher Temperatur kräftig angebraten. Und dann stelle ich den Herd wieder runter und lasse die noch so 5-6 Minuten einfach garen. Und dafür gebe ich einen Deckel auf die Pfanne. So, leg die schon mal rein, richtig schön kräftig. Also wirklich jetzt in Ruhe anbraten. Zur Marinade wollte ich euch noch was sagen. Wir haben die ja jetzt nur eine halbe Stunde hier stehen gelassen, weil wir das Video machen. Würde ich das jetzt ohne Video machen, dieses Gericht, dann hätte ich die Hähnchenbrust schon heute Morgen eingelegt. Umso länger die marinieren, umso besser ist es natürlich. Umso besser können die richtig schön durchziehen und dann schmeckt das alles noch besser. So schmeckt es natürlich auch. Wenn ihr ein bisschen weniger Zeit habt, macht ihr das genauso, wie ich das gemacht habe. Und wenn die jetzt gleich angebraten sind, macht den Deckel da drauf, lasst die erstmal in Ruhe und dann zeige ich euch natürlich, wie es weitergeht. So, meine 6 Minuten sind rum, also die Garzeit ist rum. Das sieht richtig gut aus. Jetzt drehe ich meine Hähnchen nochmal um. Schaut mal, richtig lecker. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 70 Grad. Und da gebe ich die jetzt rein und lasse die da warm halten. In der Zeit kann mein Wok schon mal schön heiß werden, damit ich mich um die Gemüsepfanne kümmern kann. So, ein bisschen Öl in den Wok. Die Gemüsesorten sind ja jetzt optional. Schaut einfach da, was ihr zu Hause habt, was ihr vielleicht am Sonntag noch über habt und das nehmt ihr. Ich werde jetzt als erstes meine Möhrchen anbraten, weil die am längsten dauern. Die schwenke ich mir jetzt erstmal so 2-3 Minuten hier durch, gebe dann alles andere
dazu. Wenn ihr noch mehr Gemüsesorten oder Gemüsereste habt, die ihr nicht mehr verwertet, schneidet die einfach klein, friert die ein und benutzt die für die nächste Gemüsebrühe. So mache ich das immer. Ich sammle immer eine ganze Zeit und mache mir dann neues Pulver fertig. Wenn das Gemüse schön knackig angebraten ist, kommt die Marinade dazu und das Ganze lasse ich dann ein bisschen einköcheln. Am besten immer schön durch ein Sieb, weil ja auch hier schon mal eine Zitronenkern drin sein kann. Den will man natürlich nicht im Gemüse haben. Das darf ein bisschen einköcheln. Dann werde ich meinen Reis abgießen und die Hähnchen wieder aus dem Backofen holen. Ich koche immer zu viel Reis. Habt ihr das auch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Reis, losen Reis abzuschätzen, das ist nicht meins. Und jetzt habe ich ja hier meine Hähnchenbrust wieder rausgeholt aus dem Backofen. Und die lege ich mir erstmal aufs Brettchen, weil die möchte ich gerne aufschneiden. Jetzt habe ich ja hier ganz viel leckere Soße. Die gebe ich jetzt einfach mit zu dem Gemüse. Stelle mir das erstmal zur Seite. Und schneidet natürlich das Würstchen erstmal auf, bevor ich jetzt die Teller anrichte. Und am besten schneidet ihr die auch immer schön schräg auf, dann sieht das auf dem Teller auch total schön aus. So. Man kann die natürlich auch so auf den Teller legen, aber appetitlicher ist es immer, die aufzuschneiden. Jetzt mache ich hier mal einen Teller fertig. So. Ich hoffe, ich kriege die jetzt hier alle mit. Ich muss erstmal mit meinem Messer hier drunter. Ich glaube, das ist ein richtig leckeres Rezept auch für euch. Das wird euch richtig gut schmecken. Das gehört natürlich auch mit da dran. Dann kommt Gemüse. So. Und da ja optional das, was ihr da habt, aber so ein bisschen Gemüse ist ja schön. Es wäre jetzt noch wirklich schön gewesen, wenn... Bisschen Soße hier drüber. Ich Sojasprossen da gehabt hätte, die hatte ich jetzt leider nicht. Das schmeckt auch richtig gut. Und natürlich Reis. Der darf natürlich nicht fehlen, der passt auch wunderbar dazu. Und dann habt ihr ein richtig tolles Mittagessen. Oder eben schön für Sonntag, so wie bei uns heute. Und das schmeckt total lecker. Das ist schnell gemacht. Also ich habe ja jetzt wirklich nicht viel Zeit verbracht mit dem Kochen. Wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit habt oder ihr wisst, ihr macht das heute oder ihr macht das morgen, legt die Hähnchenbrust oder mariniert die Brust ein bisschen länger. Eine halbe Stunde reicht auch, aber ihr habt mehr Geschmack, wenn ihr die länger marinieren lasst. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich mache jetzt meinen zweiten Teller fertig, dann speisen wir lecker. Ich würde sagen, bis dahin, eure Bea.